Inflation, Ukraine-Krieg, Pandemie und die Energiekrise. Ja, man könnte meinen, wir haben in den letzten Jahren und Monaten gelernt, mit Krisen umzugehen. Es heißt immer öfter, nach der Krise ist vor der Krise und aktuell haben wir tatsächlich das Gefühl, als würden wir uns von einer zur anderen schwingen. Die Inflationsraten steigen, der Leitzins wird angehoben und die Konjunktur stockt. Kaum haben wir uns auf die neuen Zustände und Begriffe gewöhnt, hören wir den nächsten. Die Rede ist von der Stagflation. Klingt fast nach Inflation und tatsächlich sind die Begriffe miteinander verwandt. Doch was ist eine Stagflation? Was ist zu tun, wenn es so weit kommt? Ist damit in Österreich zu rechnen? Und welche Länder haben mit der Stagflation bereits Erfahrungen gemacht? Diese und weitere Fragen klären wir in der heutigen Ausgabe von Trends. Der Begriff Stagflation setzt sich zusammen aus Stagnation und Inflation. Bei der Stagnation bleibt das Wirtschaftswachstum gleich, tritt an der Stelle, was meist mit einer geringen Produktivität und mehr Arbeitslosigkeit einhergeht. Die Folge? Menschen und Unternehmen haben weniger Geld zur Verfügung, was die Nachfrage und die Kaufkraft mindert. Dazu kommt die Inflation, die einer Geldentwertung gleichkommt. Die Preise für Produkte des täglichen Lebens steigen, was auf eine erhöhte Nachfrage und gleichzeitig einer Verknappung bestimmter Güter zurückzuführen ist. Ist die Nachfrage höher als das Angebot, steigen die Preise, was den Geldwert mindert. Treten Stagnation und Inflation gleichzeitig auf, spricht man eben von einer Stagflation. Der allgemeine Wohlstand, in dem wir uns befinden, wird also gleich von zwei Seiten angegriffen. Zinserhöhungen senken zwar die Inflation, aber schaden dem Wachstum. Zinssenkungen helfen dem Wachstum, aber erhöhen möglicherweise die Inflation. Die hohe Inflation erzeugt also ein Dilemma für die EZB. Denn Zinserhöhungen verteuern Kredite und senken die Investitionstätigkeit sowie die Wirtschaftsleistung. Einerseits werden Produkte und Dienstleistungen teurer, andererseits haben Unternehmen weniger Geld, um neue Stellen zu schaffen. Die Arbeitslosigkeit und die Staatsschulden steigen, weil mehr Arbeitslosengeld bezahlt werden muss. Ein bekanntes Beispiel ist die Ölpreiskrise aus den Jahren 1973-74. Damals trafen eine hohe Inflation und eine stagnierende Wirtschaftsleistung erstmals zeitgleich aufeinander. In Österreich wurde damals mit 9,7% die höchste Inflationsrate aller Zeiten gemessen. Im September 2022 sind wir übrigens schon bei 10,5%. Damals wurde das meiste Öl aus dem Nahen Osten bezogen. Stein des Anstoßes war der Yom Kippur-Krieg, als am 17. Oktober 1973 die Ölproduktion stark eingeschränkt wurde, wodurch der globale Ölpreis extrem anstieg. Und diese Verknappung zwang Staaten wie die USA, Deutschland oder eben auch Österreich dazu, die wohl oder übel hohen Preise zu zahlen. Quasi über Nacht kostete nicht nur die Tankfüllung in Österreich mehr als 100 Schilling. In fast allen Bereichen stiegen die Produktionskosten. Die Teuerungen konnten nicht mehr von Unternehmen bezahlt werden und mussten an den Verbraucher weitergegeben werden. Die hohen Preise führten zu einer geringeren Nachfrage, was zu einer Art Teufelskreis wurde. Unternehmer mussten Sparmaßnahmen setzen. Die Arbeitslosigkeit stieg stark an. Klar ist, zum ersten Mal seit dem Ölpreisschock in den 1970er Jahren droht der österreichischen Wirtschaft im Jahr 2023 eine Stagflation. Und ist sie einmal da, wird man sie schwer wieder los. Das haben vor allem auch die 1970er Jahre gezeigt. Was also tun? Die weltweite Vernetzung der Wirtschaft und Logistik ist massiv gestört und findet aufgrund des anhaltenden Ukraine-Kriegs nur schwer wieder in die Spur. Einerseits fordern Ökonominnen eine weitere Erhöhung des Leitzinssatzes, um die Inflation zu bekämpfen. Die Erhöhung des Leitzinses durch die EZB führt wiederum dazu, dass Unternehmenskredite teurer werden. Andere fordern wiederum, den Leitzins niedrig zu halten, um den Unternehmen günstige Investitionsmöglichkeiten zu bieten. Dadurch können Arbeitsplätze geschaffen werden und die Arbeitslosigkeit sinkt. Und auch wenn die Stagflation uns alle trifft, kann sie auch Gewinner hervorbringen. Es gibt Produkte und Dienstleistungen, die für den Alltag der Menschen unverzichtbar sind. Ganz egal, wie viel sie kosten. Diese kommen von sogenannten defensiven Unternehmen. Die Unternehmensaktien legen tendenziell an Wert zu, wenn sich die Wirtschaft verlangsamt. Zu beobachten ist das aktuell bei den Energiekonzernen. Unabhängig von der Inflation müssen wir trotzdem Lebensmittel kaufen, Stromrechnungen und Mieten bezahlen. Anders sieht das aus, wenn es um ein neues Auto oder Apple iPhone geht.
Die hohen Energiepreise treiben die Kosten der Unternehmen weiterhin kräftig an. Die Erzeugerpreise legten im August um 21,3% im Vergleich zum Vorjahr zu. Der schwache Euro trägt dazu bei, dass Energieimporte in die Eurozone besonders teuer sind, auch wenn es einige Parallelen zur Ölpreiskrise aus den 1970er Jahren gibt. In der Theorie sollte die Geldpolitik einen Angebotsschock aussitzen, also weder Zinsen anheben noch senken. Allerdings nur, solange die Inflationserwartungen gefestigt sind. Gibt es Anzeichen, dass sich die Inflation verselbstständigt, können Zinserhöhungen gerechtfertigt sein. Weil ansonsten eine noch viel restriktivere Geldpolitik inklusive stärkerer Rezession notwendig wäre, um die Inflation wieder zu senken. Das war's mit der heutigen Folge von Trends. Falls du mehr über Lieferkettenprobleme, Freihandelsabkommen oder Unterwasserinfrastruktur erfahren willst, schau dir andere Folgen von Trends an. Und bitte vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um keine neue Folge zu verpassen.